Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir vom finalen Boss auf die Phrase bekommen und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal in den Kampf rein. Drei Phasen hat der. Die dritte Phase ist mal so, weiß nicht, Level 82 war das, glaube ich, ne? Und ja, super. Was? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ohne halbe Dingens da rein und machen den jetzt fertig, ne? Also so viel dazu, dass ich Angst habe, ja keine Herausforderung zu bekommen, ne? Also ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal da rein und geben den jetzt auf die Phrase mit unseren geilen Waffen natürlich. Hier guckt euch das an, ne? Nehmen die gleiche Konstellation von Charakteren wieder und ja, da guck mal, wie viel einfacher der Kampf jetzt gewesen wäre, wenn ich die Sachen hier alle ausgerüstet hätte. Ich habe überlegt, ob ich, weiß ich nicht, den Kampf irgendwie schneide oder so, den Part schneide bis zu dem Punkt, wo wir die dritte Phase erreichen, aber mal gucken. Können wir da nicht auch direkt überspringen? Okay. Hätte ich meine Teufelswaffen nicht eingesammelt, ne? Jetzt habe ich den Salat. Aber wir haben ja es ja geschafft. Die ersten beiden Phasen, also. Wenn ich das jetzt hier Kinder einfach schaffe, die ersten beiden Phasen, dann macht das nichts. Wir haben ja gesehen, es ist möglich, ne, die ersten Phasen zu schaffen mit halbe Treffer und so, ne. Also ja, muss ich noch die dritte Phase schaffen und ja, ich hätte am liebsten noch ein paar High-Gegenstände übrig am Ende des Tages. Wenn wir die dritte Phase dann immer noch nicht schaffen, ne, dann was wird hier, dann müssen wir halt wieder ein bisschen grinden, ne? Geht ja dann nicht anders. Ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Danke, die sind nur am Reden miteinander. Ich kann dich nicht hören, meine mystische Schad macht viel Schaden. Jetzt hört man den Zug. Macht er jetzt viel mehr Schaden. Ey, guck mal, wir haben schon 200.000 abgezogen. Jetzt habe ich mir mehr oder weniger, weil ich hier völlig umsonst irgendwie die Arbeit gemacht, den Kampf schwieriger zu machen, wenn er sowieso jetzt ja noch eine Phase gehabt hätte, die mir in die Fresse gehen hätte. Okay, das hier ist ja noch nicht so schwierig. Ja, da noch kein mystische Art, also schon mal jemand, danke. Ist ein bisschen nervig, dass man die Fähigkeit nicht einsetzen kann. Alter, ich wollte bekomme ich Schaden. So, ich sehe es wieder nicht. So, schon die Hälfte abgezogen, ne? Geht voll schnell jetzt. Vielleicht schneide ich auch, weiß ich nicht. Wenn das hier, weiß ich nicht, zu lange dauert. Der letzte hat ja schon eine Stunde gedauert, aber da haben wir auch die ganzen Gespräche und so was noch angehört und halber Schaden hat man sowieso noch. Also müsste jetzt eigentlich halb so schnell gehen, ne? Hoffentlich. Keine Ahnung. Und zur Not haben wir noch, weiß nicht, alles Teile für die letzte Phase. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren. Es wird wahrscheinlich wieder voll lang dauern. Aber mal schauen.
Aha, ich habe Ruhm. Du kannst mir nichts. Nita. So, unser erstes Item wird verbraucht. Schreib mich mal, ne? Okay, dann mal auf jemand anderen los. So. Die erste Phase haben wir natürlich, würde sagen, in die Tasche, aber wir haben zwar letztes Auge geschafft mit halber Schaden und so, also jetzt machbar ist oder nicht, das ist jetzt außer Frage. Und ich bin schon wieder in diesen, boah, fährt doch mal weg, ist viel mehr auf die Nüsse. Na, oh, jetzt weg teleportieren. Überraschenderweise ist der Kampf immer noch ganz schön nervig. Wer hätte das gedacht? Ich bin einfach da aus teleportiert. So, Spezifik. Ich hätte vielleicht da ein bisschen aufrüsten sollen mit Spezifik, aber was soll's. So, drei Dinger bewahre ich mir noch auf für die zweite Runde. Da habe ich noch geblockt, glaube ich. Oh, das, wenn er meine Dings immer hier entfernt, meine Fertigkeiten, das ist auch voll nervig. Ich mal wüsste, was das hier als macht, diese Staatsveränderung. Ja, du bist gleich weg. Das hat jetzt so unter 10 Minuten gedauert. Das ist so gut. Das ist schneller als beim letzten Mal. Warum teleportierst du dich eigentlich weg, wenn du sowieso direkt wieder angreifst? Ich verstehe das nicht. So, Tamba. Geht's direkt weiter. Zweite Phase, die wird jetzt ein bisschen nerviger. Okay. Ja. Oh, ich hab schon wieder Dinge gesehen. Oh, ich habe da Ruhm. Danke. Zack, in die Fresse. Okay. So, jetzt analysieren. So, Level 65. Jetzt ehrlich, ich würde mich doch jetzt ein bisschen sicherer fühlen, wenn ich ein bisschen stärker wäre. Wieso, weiß nicht. Genau irgendwie einschätzen kann, ob ich den nächsten Kampf auch schaffe. Na, ich wollte zurücklaufen, aber ich wurde getroffen. Okay. Wir machen jetzt übelst mehr Schaden, Kollege. Was sagst du dazu? Gar nichts. Er kommt gleich mit seinen Leckereien um. Er kommt jetzt mit seinen Dings hier um die Ecke, mit seinem Urknall, und dann bin ich wieder weg. Ne? Das ist leider schlimme. Ja, hau noch ein bisschen Schaden rein. Dann ist er betäubt. Jawohl, da kannst du eine mystische Art nicht einsetzen. Geil. Wenn es ein Zeitpunkt ging, wo das am meisten nützlich wäre, dann wäre es jetzt gewesen. Sehr gut. Ist auch ein Spezifik. Aua. Wir haben schon 200.000 abgezogen von dem.
Sehr geil. Zack. Wir ketten den. Ich schlag ihn. Ich schlitz ihn. Aber ja. Ich hau den die ganze Zeit. Alter, einfach viel Schaden gemacht hier alles. Ja, komm schon. Das ist eigentlich Schwachsinn, sich jetzt wieder zum Leben, ne? Ja, was soll's. Oh, das war sehr blödes Timing gerade. Hey Leute, ich bin ja wach, was habe ich verpasst? Au! Oh Gott. Ich hoffe wirklich, ich brauche keine Leckereien in der nächsten Phase, weil sonst haben wir Probleme vielleicht. Oh, meine Arzt wurden schon wieder deaktiviert, geil. Ich brauche keine Revitalisierung, ich brauche Leiden vertreiben. Ich habe ja zwei gedrückt, Mann. Wir hauen einfach weiter drauf, denn okay. So, komm mal her. Oh, natürlich. Mach doch, ey, ich hab doch gedrückt. Boah. Gibt nichts Schlimmeres, wenn man nicht seine Mystic Art gepoppt bekommt, ey. Gott verdammt. Au. Oh, und der hat noch Rita kaputt gehauen, ehrlich. Irgendwie. Was? Warum hat er jetzt getötet? Weil wir Schwächung aktiviert haben oder was? So, ich muss den mit Flynn hinhalten. Weil ich kann jetzt nicht, weil nicht so viele Dinger hier verballern. Oh. Ich kann jetzt nicht so viele Tränke des Lebens hier verballern. Ja. Was machst du da, Rita, Mann? So, ich bring mal Yuri wieder zurück. Wo geht nicht auf Westteil jetzt los? Na gut. Bin wieder da. Hi, was geht? Ich glaube, warum wir kaputt gegangen sind, ist wegen Schwächung, ne? Hat dann mehr Schaden gemacht oder so. Ja, jetzt kommt er wieder sofort, ey. Aber niemand hat Schwächung, das heißt, niemand dürfte Flynn. Oh. Aua. Sehr gut, danke. Ich höre nur so. Also der Kampf an sich ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Also nee, der Kampf schon, aber weiß ich nicht. Der Typ an sich ist nicht schwer, nur halt alles andere ist. Diese blöde Siegel. Schwächung, Siegel, Vergiftung. Dann noch den seine Urknall mystische Art. Der an sich ist eigentlich nicht stark, ne? Nur halt das ganze Paket, mit dem der kommt, ey. Könnte ich drauf verzichten. Das ist ein bisschen Overkill. Na gut, haben wir beide gestochen. Ja.
Ah, dreh dich. Dreh dich für mich, Baby. Vielleicht Carolins Team nehmen sollen. Er hat doch hier Infinitus, ne? Er hat doch diesen Effekt, hat hier so Startdinger manchmal den ganzen Kampf. Hier so Startschwächen, die den ganzen Kampf über hier anhalten. Wäre nützlich gewesen, glaube ich. Allgemein nützlich. Aber ja. Basier klingt Zahn. Mystische Art. Ja, aber ich höre, wollt ihr eure AP auf 1 haben? Also dann kommt noch Vergiftung, ne? Ich Pech habe. Aber ihr kommt immer ein bisschen zu spät. Geh weg! Erstmal heilen. Wir sind schon alle geheilt, also. Oh, heile Offensive. Wenn beide Schutzwelt einsetzen, dann kann er nichts machen, Flynn. Oh. So, gleich weg, komm. Also ohne halber Schaden geht das viel schneller, ey. Wer hätte das gedacht? Weil ich jetzt doppelt so viel Schaden mache, ne? Noch mehr. Ich hau dich jetzt, ey. Pass auf. Ich hau trotzdem noch weiter. Muss jetzt so hin, Flynn. So, diesmal treffe ich dich aber. So machen wir so schnell wie möglich. Ausnahmsweise. Immer 37. Immer 37. Ich glaube, er zieht immer 37 ab. Zack. Ist so schön, so stärkere Zahlen zu sehen. Rita, warum kommst du so nah an uns heran? Damit ich ihn besser treffen kann. Oh, ich bin tot. Oder auch nicht. Ich verlange mir mal das hier ein, ne? Brauchte ich gerade. Ich hatte alles irgendwie runter. Aber wäre so toll, wenn wir den kaputt kriegen, bevor der hier seine mystische Art poppt. Aber wird nicht passieren. Ne. Flynn. Ja, schon wieder ein Urknall. Okay. Ich höre einen Urknall. Ich schlafe. Ich sehe eine Leckerei. Ich bin wach. Na komm, du bist gleich weg, ey. So. Das ist klar. Arita hat nichts gesagt. Ich merke gerade, wir tun ja kochen, ne? Das heißt, im nächsten Kampf geht dann auch noch über, ne? So. Diese blöden Dinger, ne? Wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann muss ich echt noch mal irgendwie trainieren, ne? Verstehe man nicht, was hier genauso passiert. Die sahen jetzt irgendwie anders aus, die Todeswaffen, ne? Na, da wollte ich noch mal sehen. Sieht voll geil aus hier. Der Spiraldrache, oder was du immer gerade gesagt hast.
Also die Todeswaffen haben sich mehr oder weniger gegen uns gestellt gerade, ne? Möchte ich jetzt noch mal erwähnen. Ich bin nur eingebildet gerade. Okay, vielleicht sieht Pettys Waffe einfach nur so aus, da so ein rotes Leuchten rum ist. So, jetzt müssen wir dich aber schaffen, komm. Ja, jetzt beginnt der echte Kampf. Im letzten Mal habe ich es gar nicht versucht, weil ich habe nur gelesen, Level 82, ne, hätte ich noch nie im Leben geschafft. Also so, jetzt sind wir aber besser gerüstet. Der ist immer noch 7 Level über uns, aber magische Angriffe. Na komm, schaffen wir. Einen Moment. Wo ist es? Blutschneine Abyssion. Das ist ja schwächer. Da hätte ich aber noch Fähigkeiten dazu bekommen. Das ist doch nicht schlecht. Entelexia Schwert 7-2 Klinge. Leider war ein Kampf die Hälfte des Schadens eines Freundes, der in der Nähe ist. Okay. Peitsche der Königin? Nee. Quatsch. Kette der Kalamitäten. Oh, Boris. Er hat keinen Effekt. Oh. Also ein bisschen kacke. Seelenklinge Mercurius. Die sind aber schwächer. Also wenn die genauso funktionieren wie in den meisten Tales aufspielen, dann werden die stärker, je mehr Gegner man erledigt, ne? Anscheinend habe ich nur so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich so wenig Gegner nur erledigt habe, dann. Oh Gott, ja, ich bin tot. Ich habe 200 Spielstunden, hallo, also als ob ich jetzt nicht hier irgendwie, weiß nicht genug Gegner schon zusammengestapelt habe, ey. Ich sehe gerade, der hat ein Schild die ganze Zeit. Nee, doch nicht. Ich dachte, du kannst den wortwörtlich nicht angreifen hier. So, komm. Erstmal sehen, wie viel seine Mystik abzieht. Wenn ihr uns alle one-shottet, dann haben wir ein Problem, nämlich. Muss ich echt noch bis Level 85 oder so hoch trainieren, irgendwie sowas. Ich habe schon fast so die Befürchtung, nämlich. Na. Na, ich geh mal. Bitte gehen auf mich los oder so. Er trifft wahrscheinlich alle, ne? Ja, das war doch von Raven, ne? Na, war Rita. Das weiß ich, Judith, glaube ich. Da war von jetzt angefangen von Yuri. Da ist Estelle, ne? Okay, wir überleben das locker. Okay, da wird ein sehr anstrengender Kampf, aber das schaffen wir. Komm. Au! Ist nur ein bisschen mehr Estelle wieder beleben lassen. Ich könnte alles Teile einsetzen, aber dann wird der Kampf ja ewig dauern, ey. Aber ich muss da, glaube ich, einsetzen. Das geht nicht anders. Nur wie schnell die alle kaputt haut, ey. Hey, Junge. Oh, was? Ja, nee. Ich muss echt noch den Trainings. Muss echt noch trainieren. Alles klar, gut. Gerne. Ich habe so eine Befürchtung, und zwar. Dingens hier. Ich möchte übrigens mal gucken. Das habe ich im letzten Moment noch gesehen, irgendwie.
vorhin, aber ich habe, weiß nicht, mich nicht darauf konzentriert gerade. So wie es aussieht, muss ich noch bis mindestens Level 80 mal hochleveln, würde ich sagen. Ne? Das heißt, ja, so hier, ich habe einen Aufzug hier gesehen. Ich verstehe halt nicht, warum sind die hier? Ich kann die nicht benutzen. Entsperrt. Okay. Kann ich mich jetzt... Oh, das ist ja richtig geil jetzt. Oh, ich kann mich dann direkt zum Dings hin... Jawohl. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Oh, das ist ja richtig geil jetzt. Ah, schön. Keine Ahnung, ich habe so eine Befürchtung. Irgendwie ist da ja noch. Und zwar, ich habe so das Gefühl, diese dritte Phase, die wäre nicht passiert, wenn wir die Teufelswaffen nicht geholt hätten, weil was ein bisschen offensichtlich ist, ne, weil wie kann er sich mit den Teufelswaffen irgendwie ja zusammentun, wenn die nicht da sind, ne? Also das ist jetzt so meine Theorie. Also habe ich mir jetzt mehr oder weniger den Boss irgendwie, da war auch mit Dings irgendwie, weil ich habe schon wahrscheinlich die stärkere Version des finalen Bosses freigeschaltet, ne? Das ist nämlich ein Dings auch so. Tales of the Abyss, glaube ich, wenn er den finalen, wenn er einen optionalen Boss erlässt, dann wird der finale Boss stärker, obwohl ich glaube, da war gar nicht in Tales of the Abyss. Tales of Graces war das aber so, ne? Tales of Berseria war das so. Ja, wenn irgendwie einen optionalen Boss oder so erledigst, den stärksten, dann wird der finale Boss hochgelevelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, so was ist hier passiert, ne? Das Problem ist, wir sind jetzt in einer kleinen, ja. Wie nennt man das? Sackgasse gelandet. Ich muss jetzt echt noch trainieren. Das gibt's jetzt nicht. Ich muss echt noch hier hochleveln, damit ich hier überhaupt weiterkomme. Ja, um den finalen Boss des Spiels. Das Spiel will nicht, dass ich das beende. Das will es einfach nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns, wenn ich Level 80 bin. Keine Ahnung, so an Ausrüstung und Rüstung habe ich ja, glaube ich, alles irgendwie so, was man haben kann. Vielleicht versuche ich nochmal auf Level 79 hier, dieses Kolosseum-Dingen, wo wir gegen Schwan kämpfen mussten. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht noch, was ich hier noch machen soll, ne? Also vielleicht hänge ich hier noch ein paar Sachen dran, wenn ich noch irgendwas finde. Ich werde auf jeden Fall, weil nicht noch Sachen hier machen, weil ich jetzt halt muss jetzt. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich. Bis gleich. So, ein bisschen mit Patty gekocht. Es geht. ていうか、あんたの方が魚の糧にされそうだったわよね。魚人退治の時。料理中にパクッと丸飲みされないよう気をつけてね。飲み込まれたら、中から美味しく捌くのじゃ。刺身を極めた今のうちなら、魚ごときに負けはせぬ。気合十分だな。飯、楽しみにしてるぜ、パーティー。任せるのじゃ。有利のために2匹でも3匹でも10匹でも、心を込めておろしまくるのじゃ。いや、 So Leute, ich bin gerade mitten in meiner Trainingssession, um ja gegen den finalen Boss eine Chance zu haben. Ich bin schon Level 83, bin noch nicht fertig. Ich will bis 85 mindestens leveln und ja, ich habe hier irgendwie kurz was vorbereitet und weiß nicht. Aber bevor ich natürlich irgendwann
mal nicht machen konnte, ist hier irgendwie ein Skit aufgetaucht. Also ja, machen wir mal. Ach, ist er wegen ihrem Buch? Habe ich irgendwie noch nie gezeigt. Okay, ja, deswegen ihrer wegen ihrem Buch hier habe ich mal ausprobiert. Dann kann sie im Kampf schweben, auf Kosten von TP allerdings. Also ja, ist auch ziemlich lustig, muss ich mal irgendwann zeigen. Aber jetzt will ich ehrlich gesagt mal ja was anderes machen, und zwar ich will mich mal in diese 200 maximal Treffer Kombo ja versuchen. Und zwar dieser eine Typ, dieser Sicily, der gibt uns ja irgendwie so Waffen, wenn wir irgendwie bestimmte Sachen hier erledigen. Und einer von, ich habe die letzten beiden habe ich mal nachgeguckt irgendwann, und weil ich aus der einen irgendwie nicht schlau wurde, und da stand irgendwie, ich muss eine 200 Treffer Kombo machen. Und ich glaube, ich habe so gute Chancen, das zu machen. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Ich spiele ja hin und wieder Rita, um die Kämpfe ein bisschen einfacher zu machen. Ich tue einfach Überlimit einsetzen, und die tut dann, ja, wie heißt das nochmal? Springflut. Ja, ich tue Springflut dann immer einsetzen, und dann trifft sie einfach alles in der Umgebung, und ja, alles stirbt, und da geht ruckzuck dann die Gegner zu erledigen. Und ja, ich habe mir jetzt so gedacht, ich habe ja jetzt hier kleinster Schaden gegeben, ne? Und über Limit Plus hatte ich irgendwie nicht drin hatte mit ihr, was ich eigentlich hätte machen sollen. So, Raven habe ich auch noch ein bisschen hier ein bisschen umgewerkelt, und zwar habe ich den Objektwerfer und Objekt Pro gegeben. Und was ich jetzt machen werde, ist, mir fällt auch gerade ein, ich muss noch für die auch hier alle kleinster Schaden reinpacken. Ich habe die, glaube ich, alle auf Verteidigung eingestellt, damit die mir jetzt nicht dazwischen funken. Und ich hoffe, jetzt hat funktioniert jetzt so, wie ich mir halt vorstelle. Ja, ich möchte trotzdem noch mal kleinster Schaden und so reinpacken, weil wir sind da jetzt hier im Anfangsgebiet, und ja, die Gegner sterben ja mit einem Schlag. Ich habe gerade gesehen, hier war irgend so ein riesiges Viech, das will ich eher schon haben. So, und dann versuchen wir Folgendes. Wir gehen jetzt über Limit, wir setzen Springflut immer wieder ein, ne? Boom. Und Raven kommt hier und halt mit Limit-Trunk hier wieder die Überlimit-Anzeige hoch. Und ja, währenddessen, weiß ich nicht, kann man immer wieder ihr Springflug wiederholen, die Gegner ketten, ne? Und hoffentlich kriegen wir die 200 Dinger hier. Wäre nämlich sehr gut. Ich meine, wir machen sehr wenig Schaden, aber das ist ja vollkommen egal. So, ich hoffe, die Zeit, die sie jetzt hier in Überlimit geht. Okay, das bleibt sogar noch. Oh Gott, die setzen jetzt nicht Dingens ein, oder? Tödlicher Treffer nicht verwenden, machen wir mal. Na, bringen die sie ja alle um. So, okay, funktioniert gerade so, wie ich mir vorstelle, ehrlich gesagt. Das machen wir jetzt so lange, bis wir 200 Treffer kriegen. Jetzt funktioniert wunderbar. Also, solange ich nicht irgendwie einen Fehler mache, wie zum Beispiel hier, vergesse Raven Limit Trunk einsetzen zu lassen, dann sollten wir an die 200 Treffer hier eigentlich dran kommen, ne? Schon bei 100, solange die Gegner noch in der Luft hier die ganze Zeit bleiben, dürfte das funktionieren. Der immer wieder Kerne irgendwas, okay. Ich weiß nicht, da jetzt meine Trophäe war, aber ist auch egal. So, Limit-Trunk wieder.
verballer alle meine Limitrunks, die ich übrigens nicht kaufen kann. Ich muss mir die herstellen mit Synthese. Also ich glaube, die kann ich mir auch nicht unendlich herstellen, weil die Sachen, die ich dafür brauche, ganz schön selten sind. So, boom. Schaffen wir. Ich pack trotzdem noch mal einen Limitrunk rein. Man weiß dann, wir sollten halt eigentlich jetzt schaffen mit dieser Runde, ne? Dann haben wir jetzt 200 Treffer. Boom. So, die Frage ist jetzt, muss ich die Gegner auch töten oder nicht? Ich mach's mal einfach. Einerseits kommt schon, finde ich gut, das funktioniert hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich weiß jetzt nicht, ob, keine Ahnung, ob die jetzt ob das jetzt zählt. Freiwahl verzaubert. So, Problem ist, wir machen jetzt nur alle einen Schaden, also. Oh nein, was machst du da? Muss jetzt tödliche Treffer ein, dann kriegen wir halt schon. So. Und da heißt es irgendwie so, ja, erzählt nicht, weil ich den Kampf nicht beendet habe oder irgendwie sowas. So, boom. Sashimi. Ja. Ich habe übrigens auch nachgeguckt, wie man die restlichen Rezepte alle bekommt. Also ja. Wir kommen an den Punkt heran, 263 Treffer, wo wir schon so ein paar Sachen nachgucken. Und ja, ich hoffe, das macht euch nichts aus. So, bevor ich es aber vergesse, gehen wir mal hier hin. Weil hier tue ich immer meine Vorräte aufstocken und hier taucht die ganze Zeit eine Skit auf. Räumen wir die auch aus dem Weg. Nicht gerade warm. こうして見つける日が来るなんて思わなかったな。幻のギルドね。やはりギルドだけに掟は目的がちゃんとあるんでしょうか。僕の聞いた話だと、お客様に最高のおもてなしをすることが目的らしいよ。掟はお客様に無礼を働いたものは即切腹だって噂があったけど、のんびりした国に反して掟は厳しいわね。 Okay, alles klar. Ach ja, Judith. Ich habe Judith ein bisschen gespielt und ich habe mit der noch eine Menge irgendwie ja nicht am Lernen hier. Ich habe hier die ganzen Kette Höllenfeuer und so ausgerüstet und die hat noch eine ganze Menge gelernt hier. Zum Beispiel Tomna Luna Sturm. Wo ist es hier? Was habe ich dadurch? Wie habe ich das bekommen? Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben. Na, Luna Sturm mit Sturmböe. So, steigender Donnermond hat sie gelernt. Da habe ich Fragezeichen notiert, weil ich nicht genau weiß, wie sie das gelernt hat. Ich glaube, das ist eine Verbindung von irgendwas. Wie heißt das? Steigender Donnermond. Das ist irgendwie so eine coole Attacke. Sieht aus wie Lightning Fanblade aus Tales of the Abyss. Wo zum Teufel ist der Angriff hier? Oh mein Gott. Kombination aus steigender Luna und Donnermond. Ich glaube, nachdem ich beides 50 Mal eingesetzt habe, habe ich da bekommen. So. Und davor habe ich irgendwie Donnermond noch gelernt. Dämmermond. Oder habe ich Dämmer? Ne, hier, Donnermond. wie habe ich das gelernt? Komm schon, aus Dämmermond wird nicht Donnermond. Hier, Luna-Schmetterer. Höllenfeuer und Sturmwehr 100 Mal. Und Luna Verwüstung, Luna Sturm habe ich gelernt. Wo ist es? Luna Verwüstung, Luna Sturm. Luna Verwüstung, Luna Sturm. Ach nee, sie hat Luna Sturm gelernt aus Luna Verwüstung. Mein Gott. Ich habe mir einfach so, halt nicht so, im Gegensatz zu vorher immer so, so kleinere Notizen gemacht irgendwie. So, und dann habe ich mal alle Rezepte in Internet nachgeguckt, weil irgendwann, also ich muss ja
so wie ich neue Rezepte lerne, ist wie folgt: Ich muss mit einem bestimmten Charakter ein bestimmtes Rezept kochen und dann wird irgendwie ein bestimmtes Rezept freigeschaltet. Und irgendwann werde ich das sowieso lernen, aber guckt euch mal an, wie viele Leute hier noch nicht alles irgendwie gemacht haben. Und ja, deswegen habe ich mal im Internet nachguckt, was für Sachen ich machen musste. Ich muss zum Beispiel mit Judith für Japan einen Topf machen und dann hat sie, wie heißt das? Hier, Sukiyaki gelernt. Mit Carol bin ich gerade dabei, Sashimi zu machen. Und dann lernt er auch irgendwie was. So, also werde ich mir halt nachgucken. Und ich glaube, ich habe irgendwie ein Rezept verpasst in Nordopolika. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal nach Halua und gucken, ob wir jetzt diese Belohnung kriegen. Von Sicily. Weil wenn ich schon hier am Leveln bin, dann will ich vielleicht auch währenddessen neue Sachen lernen, ne? Wenn er eine neue Waffe bekommt oder so, ne? Ich glaube, da ist für Yuri, ne? Jedenfalls. Er hat offenbar einen Angriff motiviert und auch wiederholt. Congratulations. Na also. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Shinai, eine Bambusklinge. Schwinge das mit Karacho durch die Luft und Siege von morgen erwarten dich. Auf in den Kampf. Danke. So, jetzt muss ich nur noch 30 Personen in einer motivierenden Zeit besiegen. Und ich meine, das ist im 30-Mann-Kampf hier, ne? Was auch irgendwann sowieso machbar sein wird, wenn meine Charaktere hier voll hohes Level sind. Ich glaube, da gehe ich dann auch mit Rita ein und tue einfach Dings einsetzen. Drachentöter, während eines Sprungs unten X, um meinen Drachentöter-Angriff auszulösen. Okay. Warum nicht? Gut. Dann gehen wir noch mal nach Nordopolika. Weil ich weiß nicht, ich musste ein bestimmtes Rezept hier kochen, aber ich habe das irgendwie noch nicht. Und das bekommt man angeblich in Nordopolika in der Nähe meines Schiffes. Da soll irgendwie der Wunderkoch sein. Habe ich den? Ich war, ich kann auch nicht 250 Stunden hier gespielt haben und hier den Wunderkoch irgendwie verpasst haben. Das soll angeblich in der Nähe des Schiffes sein. Wo denn? Ist doch nix. Da habe ich mich verlesen irgendwie. Nähe des Schiffes. Vor allem, da würde ich doch merken, ja, wird doch irgendwie, weiß nicht, was auffälliges sein, in was sich der Wunderkoch hier verkleidet hat. Habe ich, glaube ich, falsch gelesen, ne? Ja, muss ich falsch gelesen haben, irgendwie was. Ich meine, das Rezept hat mir gefehlt und da stand irgendwie, weil nicht, das bekommt man hier irgendwo in Nordopolika, in der Nähe des Schiffs. Aber ich habe mich ganz offensichtlich hier verlesen, weil ich nichts finde. Ne. Oder vielleicht ist das nur tagsüber, ich weiß es nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich euch später. Gut. Bin noch nicht fertig mit dem Grinden, das geht noch ein bisschen weiter. Hab jetzt euch nur mal reingeholt, um hier einige Sachen zu erledigen. Und ich finde gut, dass das mit Rita geklappt hat, mit den 200 Treffer-Kombi. War sehr gut. Ich hätte gedacht, da würden wir ein paar Probleme irgendwie geben, aber hat irgendwie funktioniert. Man, bin ich gut. Alles klar. Ja, ich sehe euch dann. So, ich komme gerade von den 30-Mann-Kampf von Nordopolika und habe es mit Rita mal versucht. Und ja, ich habe, wo ist hier, eine Minute und 10 gebraucht mit ihr. Ich habe einfach Springflut hier wie blöde gespammt mit Überlimit und ja. Das hat es sehr einfach gemacht, irgendwie da durch zu rushen. Und ich hoffe, das war schnell genug. Komm. Oh ja, offenbar den 30-Mann-Nahkampf motivieren schnell beendet. Congratulations. Vielen Dank. Das war ein großartiges Training. Für deine Mühe gebe ich dir das hier. Strauß Rosen. Wohin willst du mit diesem hübschen Blumenstrauß? Lass dich von deiner Vorstellungskraft leiten. Sei nur vorsichtig mit den scharfen Teilen am Griff. Hm, dann ist die Waffe also fehlerhaft. Gar nicht, Dorn gehören schließlich zum Charme einer Rose. Man kann sie nicht einfach wegmachen, wenn du was sagst. So, damit haben wir alles abgeschlossen. Oh Mann, ihr habt meine gesamte Motivationsaufgabe erledigt.
Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Ihr habt mir viel Motivation gegeben. Grazie. Na, vielleicht treffen wir uns ja bald wieder. Arrivederci. Was für ein interessanter Mann. Was für ein Spinner. Wolf. Mann, er ist sogar dir auf die Nerven gegangen, Repeat. Ich weiß nicht, ich finde, er ist ein großartiger Kerl. Ja, außerdem hat er uns alle möglichen seltenen Objekte gegeben, die allerdings nicht besonders nützlich sind. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn soll ja sehr schmal sein und sein. Und unser Herr Sisley tanzt sehr elegant darauf herum. Ja, ich krieg nicht mal eine Belohnung für all das. Oh, ich meine, ich habe genug Belohnung bekommen, aber trotzdem. Belohnung, nachdem ich alles geschafft habe. TP-Hilfe. Der TP-Bauch wird mit Flynn geteilt, wenn im Kampf in der Nähe Basis-Arts verwendet werden. Okay. Das klingt irgendwie merkwürdig. Egal, wir haben alles hier abgeschlossen. Finde ich gut. Das ist auch eigentlich alles. Und du stehst so verdächtig hier rum. Na, ich dachte. Gut, dann geht's weiter mit dem Training. Ich habe jetzt die letzten beiden Waffen ja auch noch eingesackt. Und ja, wir werden immer mächtiger ein ganz klein wenig. An den Rezepten bin ich auch schon am Arbeiten. Und ja, der Zauberkoch ist nicht da aufgetaucht, weil ich habe noch mal nachgeschlagen. Ich muss alle Rezepte irgendwie erstmal lernen und dann soll ich nach Nordopolika gehen zum Schiff. Und ja, dann gibt er mir irgendwie, weiß nicht, nehme an, das letzte Rezept. Also ja, ich habe nichts verpasst. Ich kann es nur bis jetzt noch nicht holen. Also ja, also ich nehme an, dann sehen wir uns dann auch irgendwie demnächst, wenn ich das abholen werde, ja, letztes Rezept. Und ja, in dem Sinne sage ich bis gleich.